habe immer von Abenteuern geträumt. Okay. Achso. Diese Fähre verbindet mehrere Anlegestellen an der inneren Küste des Sunds. Du benötigst einen Fährenpass von der Hafenmeisterei. Das sollte aber kein Problem sein. Jetzt muss ich wahrscheinlich hier hoch. Kann das Ganze auch reiten, damit es etwas schneller geht. Was ist das? Möchtet ihr was kaufen? Benutzt den Schrottomatik mit verschlissener Hose. Ich habe eine verschlissene Hose bekommen. Oh, tatsächlich. Stoffreste. Möchtet ihr was Besonderes kaufen? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Warum nicht? Wo muss ich denn hier hin? Ich muss doch hier hin, oder nicht? Oder bin ich jetzt ganz bei... Geil, ist schon kein Plan mehr, wo ich hin muss. Oder ist da unten noch was? Nope. Zählhaus Handwerksmarkt besucht. Oh lol, wahrscheinlich hier unten rein, oder? Das Zählhaus wird Tag und Nacht schwer bewacht. Hier könnt ihr eure Wertsachen gefahrlos aufbewahren. Geht's? Quasi eine Bank. Danke. Der alte Begriff hätte es auch getan. Wo muss ich jetzt hin? Hafenstube besucht. Hier ist doch wieder hier unten, oder? Orientierungslauf. Aha. Ist klar. Hier? Der Markt beherbergt Reisende aus ganz Azeroth. Hier gibt es viele Tavernen. Aber die hier mag ich am liebsten. Ich habe zahllose Reisende nach ihren Geschichten gelöchert. Ganz besonders, wenn sie aus den östlichen Königreichen kamen. Okay. Greif. Da. Bestimmt ganz unruhig ständig hier eingepfercht. Glaub mir, das kenne ich. Wir fliegen schon bald, ja? Ist sie nicht hübsch? Carsten schenkte sie mir, als sie noch ein Küken war. Ach so, die redet von den Greifen. Ich habe gedacht, die redet mit diesem Greifenmeister. Wie ist die Lage? Für Kurt, ihr fühlt euch bald wie zu Hause. Und jetzt schauen wir mal bei Carsten vorbei. Okay. Sobald ich weiß, wo ich hin muss. Alter, ich komm in... Das Büro des Hafenmeisters ist gleich dort unten.
Rücken runter! Wisst ihr nicht, wer das ist? Aber Herr, Lady Aschenwind hat befohlen... Lady Aschenwind? Dient ihr Lady Aschenwind? Ist das Lady Aschenwinds Wappen auf eurem Schild? Nein, Herr. Nein, ihr dient Kul Tiras. Ihr tragt das Wappen der Prachtmeers und ihr erhaltet eure Befehle von mir. Und jetzt Waffen runter. Lasst sie passieren. Wir sprechen in meinem Büro. Ei, ei. Lasst sie durch. König Graumähne, es ist mir eine Ehre. Es steht euch frei, so lange im Hafen zu bleiben wie nötig. Aber nur im Hafen. Bereitet eine Lagebesprechung für unsere Gäste vor. Mir steckt immer noch der Kampfgeist in den Knochen. Wegtreten! Catherine Prachtmeer hat uns abgewiesen und ihre eigene Tochter als Verräterin verbannt. Warum würdet ihr uns helfen? Bleibt ein Weilchen und lauscht einem alten Ritter. Ritter. Vor vielen Jahren war ich in einer Schlacht. War es im Zweiten Krieg? Schwer, den Überblick zu behalten. Ein Kampfpot der Orks hatte unser Schiff getroffen. Rumpfsplitter schossen übers ganze Deck und bohrten sich in meinen Freund. Danach sollte er heimgeschickt werden, aber er war ein alter Dickkopf. Wollte erst gehen, wenn der Krieg gewonnen war. Also hat er sich zusammengepflegt und den Highland gesagt, ihm fehlt nichts. Ein paar Tage später wachte er verschwitzt und schreiend auf. Infektionen hatten seine Gedärme zerfressen. Mein Freund erlebte den nächsten Tag nicht. Als er endlich um Hilfe bat, war es schon zu spät. Kul Tiras leckt immer noch seine Wunden vom Dritten Krieg. Und niemand hat so Tiefe wie Catherine Prachtmeer. Aber sie ist fehlgeleitet. Ihre Berater verbergen die Infektion vor ihr, die sich in unserem Königreich verbreitet hat. Das Land, das ich liebe, zerbricht. Deshalb bitte ich um eure Hilfe. Kul Tiras braucht die Allianz genauso sehr wie die Allianz uns. Ich verstehe. Dann werden wir Catherine Prachtmeer dieselbe Wahrheit eröffnen, die ich selbst schmerzlich erfahren musste. In Einigkeit liegt Stärke. Dafür habe ich mein Leben lang trainiert. Klingt einfach, ich denke mir, wird komplizierter, wie man denkt. Ach, nein. Ich habe genug Krieg für uns beide erlebt. Niemals Schwäche zeigen. Ich habe einen fairen Pass. Entschuldigung. Ich werde mich in der Stadt noch so hart verlaufen. Weil ich jetzt schon wieder vergessen habe, wo waren die Fähre nochmal? Was ist denn da los? Ach so, mit dem muss ich sprechen. Warum suche ich die Fähre, Alter? Ich muss mit der SC7 sprechen. Mit der. Hier. Schönen guten Tag. Wahrscheinlich, weil ich den Fährenpass bekommen habe, wollte ich denn. Exoda, Eisenschmiede, Sturmwind. Ach, das war's schon. Okay. Lass mich raten, jetzt muss ich wieder da unten hin. Na gut, laufen wir wieder da unten hin. Herr, der Lagebericht ist bereit. Achso. Ich wäre jetzt dran vorbeigerannt, hätte die nichts gesagt. Besteht aus mehreren großen Adelshäusern. Unter Delin Prachtmeer waren sie vereint. Aber nach seinem Sturz bei Terranor fing das Bündnis an zu bröckeln.
Seinen Platz hat Lordadmiralin Catherine Prachtmeer eingenommen. Sie kommandiert das Militär und die Wachen. Trotz unserer Mühe, die Ordnung zu wahren, nehmen Verbrechen, Korruption und Piraterie in Kul Tiras zu. Das Volk verliert das Vertrauen in die Prachtmeer-Admiralität. Im Westen liegt Rustva, eine Bergregion, aus der der Hauptteil des Erzbedarfs im Königreich kommt. Und so manche unserer zähesten Krieger. Das Haus Kronsteig war jahrhundertelang ein loyaler Unterstützer der Prachtmeer-Dynastie. Aber ihre Abwesenheit bei den jüngsten Ratstreffen hat beunruhigende Gerüchte losgetreten. In Sturmsangtal, nördlich von hier, bauen und segnen die Gezeitenweisen von Haus Sturmsang die Schiffe unserer legendären Flotte. Allerdings hat seit Monaten niemand von der Flotte gehört. Die Gezeitenweisen bleiben in ihren Klöstern und scheinen sich nicht für unsere vermissten Schiffe zu interessieren. Wir müssen die Häuser unter dem Banner der Prachtmeers vereinen und die Flotte finden. Sonst könnte Kul Tiras zerfallen, bevor der Krieg überhaupt beginnt. Ja. Also. Ah, jetzt muss ich hier ein Questgebiet annehmen, ne? Ja. Warte, ich gebe erstmal die andere ab. Eine gespaltene Nation. So. Schägel setzen! Was willst du jetzt? Gilneas wird überleben. Warum hat das Und wo muss ich hin? Muss ich hier hin? Ah, tatsächlich. So, und jetzt muss ich... Wohin? Ah, zu dem Fährenmeister. War das eine gute Idee? Ja, war eine gute Idee. Was kann ich für euch tun? Immer schön auf Kurs bleiben. So, dann sind wir jetzt endlich. Gut, dass ihr mich und meinen Korn habt. Die meisten Fährleute legen doch nicht mehr an. Zu viele finstere Gerüchte machen die Runde. Heiland hat den Speed drauf gehabt. Ne, was ich sagen wollte. Dann haben wir jetzt endlich das erste offizielle Questgebiet erreicht. Hat ja gar nicht lang gedauert. Nur eine Stunde und 17 Minuten. Am einen Tag rennen mir noch Händler die Fähre ein, um mit den Bauern und Bergleuten drüben zu handeln. Und am nächsten Tag scheuen die Minen verlassen. Und weit und breit ist kein Fleischer in Sicht. Mhm. Die rechte schiebt ihren Paddelhals durch den Holz. Der linke schiebt seine Finger durch den Holz. Eieiei. Die werden mich da jetzt nicht ernsthaft bis dort hinten hinfahren. Ich bin nicht so abergläubisch wie die meisten Kultirane. Aber Trost war, da wird mir in letzter Zeit auch mulmig. Was immer ihr da wollt, bringt das mal lieber schnell hinter euch.
Alter, das sieht ja aber auch aus. So ein richtiger Schifffriedhof. Vor allen Dingen die Musik noch dazu. Voll geil. Wir machen ein bisschen weiter unten fest. Der schlechte Hafen ist kein freundlicher Ort in diesen Tagen. Beim letzten Besuch hat mir fast ein Wolf das Bein abgerissen. Da ist eine Truhe. Stopp, Truhe! Zurück! Ja, ist gut, ihr könnt jetzt stehen bleiben. Endstation. Weiter bringe ich euch nicht. Viel Glück, Festländer. Wenn ihr Götter habt, solltet ihr besser hoffen, dass sie euch hier beistehen. Okay. Trefft euch mit... Was? Mit Kyrill Weiß. Aber das ist einer der Gebiete, die wir eben gesehen haben in den Rückblicke. So, dann würde ich sagen... Gehen wir noch zu... der... Ich hab gedacht, da könnten wir jetzt einfach hin. Unser Dorf ist tot und leer. Man hört keine Leute mehr. Kein Tanzen und Lachen, nur meine Spielsachen. Das sagten die Vögel vorher. What? Mama sagt, Papa spinnt zu viel Garn. Dabei habe ich ihn noch nie stricken sehen. Immer warm halten. Juhu! Das wird die beste Teeparty aller Zeiten. Für die anderen Gäste. Alter. Jetzt war die dämliche Puppe noch nicht mehr da. Was suche ich überhaupt? Herr Leckermaul. Wow. Und der Herr Leckermaul kann ich mir auch richtig viel vorstellen. Also. Ach, das ist Herr Leckermaul. Hätte mir eigentlich klar sein müssen. Alter, ich wollte doch nur noch die eine Quest abgeben. Da wollte ich eine Aufnahmepause machen. Was mache ich? Oh, Herr Leckermaul, du warst aber hungrig, hm? Herr Hagendorn hat immer die Hündchen von seinen Tieren weggejagt. Aber jetzt kriegen die Hunde endlich Fresschen. Das Kind ist nicht normal. So, wer ist das? Bürgermeister Strix. Böser Bürgermeister Strix. Ach, Strix. Läuft immer vor seiner Verantwortung für die Dorfbewohner weg. Ha, jetzt läufst du nicht mehr. Dieses Kind
ist durch und durch wahnsinnig. Durch und durch. Da weiß ich auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Okay. Vielleicht hätte ich auch einfach erstmal dahin gehen sollen, bevor ich hier anfange mit... Hier läuft eine Spinne. Mit Questen. Deswegen werde ich jetzt erstmal dahin gehen und gucken, was die gute Frau mir sagt. Und dann bin ich ganz ehrlich, reicht erstmal anderthalb Stunde. Weil morgen ist auch noch ein Tag. Und ich muss die Kacke ja erstmal jetzt rendern. Der Bürgermeister reagiert nicht. Das Bildnis im Zentrum des Ordens pulsiert und der dunkle Energie, die jeden ähnelt, welche der Ortsbewohner gefangen hält. Vielleicht fungiert er als Fokus, um den Zauber aufrechtzuerhalten. Vielleicht würde es den Zauber aufheben, wenn man es zerstört. Das Bildnis ist durch mächtige Magie geschützt. Mit roher Gewalt kann der Fluch wohl nicht gebrochen werden. Okay. Die Bekanntmachung, die Bürgermeister Weiß gerade anbrachte, als der Zauber seine Wirkung entfaltete, deutete an, dass in letzter Zeit einige merkwürdige Dinge in der Stadt vor sich gingen. Wahrscheinlich steht diese Ereignisse in irgendeinem Zusammenhang mit diesem Zauber. Vielleicht gibt es Aufzeichnungen von anderen Dorfbewohnern, die mehr Licht auf diese Quelle dieser Magie werfen können. Untersucht die das Schreiben der Dorfbewohner im Fallhafen. Aufgrund jüngster Vermisstenmeldungen tritt in Fallhafen eine strikte nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Zu ihrer Sicherheit haben alle Bewohner vor Sonnenuntergang ihre Häuser aufzusuchen. Des Weiteren erhalten wir Berichte von gefährlichen Kreaturen im Vorgebirge. Wir rufen jeden, der sich außerhalb der Stadt bewegt, zur Vorsicht auf. Bürgermeister Weiß bittet um sofortige Meldung verdächtiger Personen oder Vorfälle. Entschuldigung, dass ich das eben vorgelesen habe, aber das hat mich gerade mega interessiert. Das ist mal so ein Questgebiet, wo ich echt sagen muss, Halleluja. Da interessiert mich die Story, Alter. Aber Story hin oder her, die muss jetzt erst... Schwarm von Pestfliegen, der Fluch von Fallab. Der muss jetzt erstmal warten. Weil ich hier erstmal Schlüsschen machen will oder einen Cut setzen tue. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß beim Zugucken und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. In diesem Sinne, ich bin's Mystic Mello von Pura Itaimo und bis dann und ciao.